Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von MGT Talking Football, der neue Podcast hier auf dem Kanal. Und heute geht es einmal um die Bundesliga und zwar um die Geschehnisse am Wochenende. Und ihr seht es bereits im Titel, es geht hauptsächlich um die Frage um meinen Lieblingsverein. Steigt Hannover 96 noch ab? Weil momentan läuft es nicht sonderlich gut bei der Mannschaft von André Breitenreiter. Und natürlich gibt es dafür Gründe, beziehungsweise kann man dafür Gründe irgendwie suchen und auch finden, wenn man möchte. Und darüber möchte ich heute reden, allgemein aber auch so ein bisschen über die Ergebnisse am Wochenende. Es lief für mich tippweise eigentlich ganz gut, aber es gab so ein paar Spiele, bei denen man das einfach nicht hätte vorhersehen können. Was passiert ist und allgemein ist die Situation der Tabelle noch sehr, sehr eng. Man guckt sich mal die Ergebnisse an. Mainz verliert gegen Schalke zu Hause. Gut, hätte man so kommen sehen können, habe ich ja auch so gesehen, also passt das einigermaßen gut. Bayern München gewinnt gegen den HSV 6:0. Ich denke mal, das war so erwartet. Ich finde es ziemlich lächerlich, dass die Spieler jetzt teilweise sagen, wie Sven Schiplock beispielsweise, dass einige auf den Platz gehen und keinen Bock haben, weil im Endeffekt sind da alle auf dem Platz und haben keinen Bock und im Endeffekt sollte die Mannschaft gerade im Abstiegskampf ein Kollektiv sein. Man sollte nicht von sich als einzelne Person sprechen, zumal wenn man in zwei Saisons kein einziges Tor geschossen hat. Andererseits verstehe ich halt auch nicht, wie allgemein diese ganze Unruhe im Verein momentan noch irgendwie von den Spielern gebilligt werden kann oder von den Fans, weil erst wird der Sportdirektor entlassen und der Manager, ich habe keine Ahnung, welche Rollen Bruchhagen und Todd jetzt genau hatten, Beiersdorf. Hollerbach ist jetzt wieder vor dem Aus, was auch irgendwo sinnlos ist. Ich meine, den zu holen war in erster Linie schon ein totaler Flop und dazu kommt halt eben noch, dass die Fans sich verhalten wie die letzten. Jetzt gerade wieder in München das Banner aufgehangen von wegen, wir kriegen euch alle. Ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann mit seiner Mannschaft. Ich verstehe nicht, was sowas soll. Aber was Fans angeht und was mit der Mannschaft machen angeht, da bin ich ja in Hannover auch nicht gerade verwöhnt. Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Meint ihr, der HSV packt es noch irgendwie? Meint ihr, das wird noch? Oder sagt ihr, jetzt ist es endgültig vorbei nach diesen ganzen Eskapaden, die es jetzt auch in München wieder gab, inklusive diesem desolaten Auftritt der Mannschaft. Hoffenheim hat 3:0 gegen Wolfsburg gewonnen. Das ist ein bisschen hoch, aber Wolfsburg spielt momentan halt einfach auch, als wenn sie absteigen wollten. Muss mal ganz ehrlich sagen, das macht mir so ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt, im Abstiegskampf für Hannover 96, denn auch wenn wir gegen Wolfsburg verloren haben, das war ja sehr unglücklich, dieses Spiel, gegen Hoffenheim rechne ich mir irgendwie Chancen aus, weil wir da wieder Konterfußball spielen können und Wolfsburg ist halt einfach momentan wirklich eine Katastrophe. Auch unter Bruno Labbadia, da war nichts, das war wirklich desolat, die konnten nicht, Hoffenheim wollte teilweise nicht bis zum 1:0, danach meinst du auch eine längere Zeit nicht, aber Wolfsburg konnte vor allem nicht. Und das ist wirklich traurig, wenn man bedenkt, was die für Spieler haben, was die für Kaliber in ihrem Kader haben. Natürlich auch bitter mit den Verletzungen teilweise, aber nichtsdestotrotz muss da mehr kommen. Mehr kommen muss auch eigentlich von Hertha zu Hause gegen Freiburg, die haben besser gespielt, gar keine Frage, gerade in der ersten Halbzeit hatten die einige Chancen, aber 0:0 zu Hause im Olympiastadion mit den Ansprüchen europäisch zu spielen, irgendwie mit Pal Dardai. Kann es halt auch nicht sein. Freiburg hat genau das erreicht, was sie wollten. Die haben einen Punkt geholt, aber das war ein Spiel zum Vergessen. Also das war wirklich, ach Gott. Da gab es auf beiden Seiten nicht eine Szene, wo ich gesagt hätte, ja Mann, das Spiel hat sich gelohnt. Also warum auch immer noch dieses riesige Stadion da steht, weiß kein Mensch. Warum nicht Berlin langsam mal irgendwie umzieht, weil es kommen 30.000 dahin, 70.000 ist Platz und es machen sich Leute über Hannover lustig, wisst ihr? Das finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Aber über Hannover lustig machen ist auch der springende Punkt, denn die haben 1:3 gegen Augsburg verloren, dazu kommen wir gleich nochmal. Bayer Leverkusen hat 2:0 gegen Gladbach gewonnen dann am Abend und das war auch verdient in meinen Augen. Gladbach war nicht auf Augenhöhe, war nah dran auf jeden Fall, hatte seine Gelegenheiten, aber Leverkusen war, finde ich zumindest in allen Belangen überlegen und hat dementsprechend auch verdient gewonnen. 1:0 wäre mir lieber gewesen oder ein 2:1, weil ich das getippt habe. Aber ein 2:0 ist auch vollkommen in Ordnung und damit schiebt sich Bayer Leverkusen auf Platz Nummer 4. Und dann gab es noch Stuttgart gegen Leipzig gestern am Sonntag und das muss man sagen, war ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Stuttgart seine Serie hält mit Taifun Korkut, aber sie haben Leipzig 0:0 abgerungen und waren in meinen Augen sogar über weite Strecken das bessere Team. Gefährlicher vorne war gerade im zweiten Durchgang Leipzig, aber ich finde, dass Stuttgart das wirklich gut gemacht hat. Vorne natürlich mit Ginczek und Gomez zwei Spieler, die immer gefährlich werden können. Teilweise sehr wilde Partie und das ist mir persönlich extrem auf den Keks gegangen, aber dazu komme ich auch gleich nochmal und zwar gegen Ende des Videos. Borussia Dortmund 3:2 dann gegen Frankfurt und mit was für einer Schlussphase. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auf den BVB getippt und ich war sehr genervt, als es 1:1 gefallen ist, weil das hätte nicht sein müssen. Dass Batshuayi dann direkt nach dem Anpfiff 120 Sekunden, nur 25 Sekunden später direkt wieder das Tor macht, war ganz nice. Dass sie in der Nachspielzeit den Ausgleich kassieren, war nicht so geil. Weil das darf einfach auch nicht passieren. Das war so einfach, wie da Costa den Ball da reinspielt. Aber zum Glück, aus Dortmunder Sicht, haben die ja eben Batshuayi. Und der macht eben in der 90. plus 4 noch den 3:2 Siegtreffer. Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe das schon ausgestellt. Aber als ich gelesen habe, dachte ich mir auch nur, Wahnsinn. Also der wird auf jeden Fall der Matchwinner am Ende für Dortmund. Und vielleicht auch der Saisonwinner für Dortmund. Weil ohne den sieht es, glaube ich, schwarz aus. Weil die brauchen diesen Torjäger Marco Reus, hat wieder gut gespielt.
aber diesmal nicht getroffen, das war Marco Russ tatsächlich, auch wenn irgendwelche englischen Sportseiten geschrieben haben, dass Reus wieder getroffen hat. Nein, Russ ist jemand anderes, aber ja, heute Abend gibt es dann noch Bremen gegen Köln, das wird auch eine interessante Sache, weil halt eben Abstiegskampf pur, Köln könnte vorbeiziehen am HSV, das würde theoretisch relativ einfach funktionieren, dazu müssten sie halt eben nur gewinnen. Allerdings ist Bremen mit 27 Punkten momentan nicht so schlecht in Form und steht nicht so schlecht da. Dementsprechend wäre es für die auch eine Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, wir setzen uns einfach mal komplett ab von der Abstiegszone und gewinnen das Ding und haben dann 30 Punkte auf dem Konto und bringen Hannover, Hertha und Stuttgart wieder in die Bredouille. Dazu kommen wir jetzt. Hannover nämlich. Ich habe ja gesagt, es geht in diesem Video darum, steigt Hannover noch ab. Und wir haben 1-3 verloren gegen den FC Augsburg, was grundsätzlich keine Schande ist. Ja, Augsburg ist die Saison sehr, sehr stark, zuletzt nicht mehr so gut gewesen, das habe ich auch in der Prognose gesagt, aber halt eben gefährlich in einigen Situationen. Wie man allerdings verloren hat, das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich läppsch. In der Anfangsphase war Augsburg besser, Hannover ist dann gut in die Partie gekommen, in die Mitte der ersten Halbzeit rein. Lief es eigentlich und dann kam der 1-0 Führungstreffer durch Michael Gregoritsch. Das war ein Tor, was niemals fallen darf. Das war viel zu einfach. Ich weiß nicht, was unsere Defensive da im Kopf vorging. Normalerweise haben wir da echt solides Duo stehen mit Sané und Felipe. Dazu kommen eigentlich, dass auch Korb und Ostrzelek bzw. Albonos bzw. Anton, die können alle verteidigen. Aber es war irgendwie niemand so wirklich da und Gregoritsch nach Vorlage Konkajubi dann halt eben mit dem 1-0. Muss nicht sein. Hannover hat aber geantwortet und zwar relativ gut mit einem wunderschönen Schuss von Salif Sané zum 1-1 Ausgleich. Das war echt eine richtig schöne Bude. Problem ist nur, hat nicht viel gebracht, denn kurz vor der Halbzeit Gojko Kacar mit einem Kopfballtor. Und das war auch ein Tor, das darf auch nie passieren. Nach dem Standard, der Ball ist eigentlich schon weg und Kajubi bekommt nochmal mit 16er, flankt nochmal rein und Kacar schickt vorm Tor komplett unbedrängt und köpft einfach ein. Da stehen 5 Leute gefühlt um den herum und keiner ist bei ihm und alle stehen da, als ob sie irgendwie abgeschlossen hätten. Das geht nicht. Und das ist halt auch, was Breitenreiter extrem aufregt. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil das genau das ist, was der dauernd predigt. Macht das nicht. Haben sie aber gemacht in der Situation und dementsprechend kassieren wir es 1-2. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann Gelegenheiten, Augsburg aber zugegebenermaßen auch. Die haben gut gespielt nach vorne, die hatten die Konterchancen, haben das gut gemacht und Hannover konnte sein Spiel halt nicht aufziehen. Ja? Normalerweise, wenn wir zurückliegen, wir sind oft zurückgekommen diese Saison, aber momentan läuft es einfach nicht und das hat seinen bestimmten Grund. Das 1-3 in der Schlussphase war dann einfach nur noch die logische Konsequenz. Augsburg hat gekontert und es gab das Tor von Gregoritsch. Wir hatten die Gelegenheiten, muss man dazu sagen. Es kamen auch Spieler rein, wie beispielsweise Jonatas, aber es hat nicht gereicht. Und das hat, finde ich, einen ganz einfachen Grund. Und zwar haben wir momentan einfach nicht das Glück in der Offensive, beziehungsweise nicht die Kreativität. Ich weiß nicht, was mit den Spielern los ist. Ich glaube, grundsätzlich hat sich an dem System, was André Breitenreiter spielt und das, was er den Jungs aufträgt, nichts geändert. Aber die Gegner können sich besser darauf einstellen. Gerade in Augsburg ist eine Mannschaft, gegen die man das System von 96 in der Saison nicht hundertprozentig gut spielen kann. Schneller umschaltender Konterfußball. Das war eigentlich das, was uns stark gemacht hat. Auch im Hinspiel beispielsweise hat man ja gesehen mit den beiden Füllkrug-Toren. Dieses Mal war Füllkrug weitestgehend abgemeldet. Das ist wirklich traurig. Und das liegt in meinen Augen daran, dass momentan unsere Offensive absolut nicht funktioniert. Da fehlt es an Kreativität. So sehr ich Martin Harnik auch schätze und mag, ich verstehe nicht, wie Martin Harnik in der Startelf stehen kann. Verstehe ich wirklich nicht. Er ist absolut außer Form und er kommt auch momentan nicht rein. Er wirkt wie der absolute Fremdkörper im Spiel. Und das ist einfach schlecht. Mit sowas kannst du nichts erreichen. Füllkrug vorne als alleinige Spitze finde ich auch schon wieder kritisch, weil wir haben eher ein 4-2-3-1 gespielt und Harnik, wie gesagt, war abgemeldet. Da brauchst du jemanden noch daneben. Da brauchst du diesen Jonatas daneben oder halt Bebu, einen kleinen, wendigen, schnellen Spieler. Eins von beiden ist schon recht notwendig, um halt irgendwas in der Offensive zu bewirken. Und wenn wir zu Bebu kommen, müssen wir gleichzeitig zu Klaus kommen. Bei den beiden läuft es momentan im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht sonderlich, weil wenn die in die Offensive, in die 1 gegen 1 Duelle gehen, hat man irgendwie das Gefühl, dass die gar kein Selbstvertrauen mehr haben. Und gerade bei Bebu ist das extrem auffällig. In der Hinrunde war der noch der absolute Überflieger. Und jetzt ist der am Ball und macht nichts mehr und kriegt auch nichts mehr gebacken. Aber da kann er nicht alleine was für, weil in der Hinrunde hatte er Räume, in der Hinrunde hatte er Platz, da hatte er die Situation, wo er einfach sein Tempo ausspielen konnte. Jetzt stehen ihm sofort 2-3 Gegner gefühlt auf den Füßen. Und das ist natürlich kontraproduktiv, aber da muss halt normalerweise die Mannschaft in die Presse springen und dann eben die Räume für ihn kreieren. Passiert noch momentan nicht. Und wenn du das alles nicht hast, dann kriegst du halt keine genügenden Chancen. Dann kann es halt irgendwie nicht klappen mit dem Tore schießen. Und Tore schießen ist, wie wir alle wissen, das Wichtigste im Fußball. Und wenn das schon gegen Mannschaften wie Augsburg nicht klappt, ich will das gar nicht irgendwie kleinreden, ja, aber Augsburg ist eine Mannschaft, die auf unserer Augenhöhe sein sollte. Wenn das gegen Augsburg nicht klappt, dann sieht das ganz, ganz düster aus für den weiteren Verlauf der Saison. Weil jetzt kommen Dortmund und Leipzig. Und ich habe mir wirklich Chancen ausgerechnet auf Europa. Ganz, ganz minimale. Habe aber die ganze Zeit auch gesagt, wir müssen erstmal einen Abstiegskampf sicher machen. Und jetzt mit diesen zwei nächsten Gegnern,
Natürlich, gegen Leipzig kann man das machen, wie Stuttgart beispielsweise jetzt. Ja? Man kann Punkte holen. Und gerade weil halt eben Leipzig das Spiel machen will, auch wenn sie diese Saison halt eben nicht das Spiel machen, sondern auch eher kontern. Das liegt 96 nicht, aber normalerweise spielt 96 gegen die besseren Mannschaften besser, weil sie vom Niveau her hochgezogen werden und sich mitziehen lassen. Aber gegen Dortmund, auch wenn die momentan nicht so nicht gut drauf sind, sehe ich schwarz, weil auch die sind eher Konterfußball orientiert und nicht unbedingt die Spielmacher. Und 96 braucht diesen Konterfußball. Ich bin gespannt, was Breitenreiter in den nächsten Partien macht. Ich bin gespannt, wen er in die Startelf stellt. Ich hoffe, dass Jonathas anfängt. Ich hoffe, dass Karaman eventuell für Klaus eine Chance bekommt und dass wir irgendwie mit Bebu und Karaman hinter Füllkrug und Jonathas spielen. Das würde ich zumindest momentan lachen. Albonos hat mich überzeugt, der hat gut gespielt. Ostschalek ist defensiv stabiler, aber Albonos ist besser für die Offensive. Muss man jetzt irgendwie abwägen, weil, okay, Albonos ist jetzt auch nicht defensiv eine komplette Katastrophe, aber Felipe war auch in Ordnung, Sané hat mal endlich ein Tor geschossen, vielleicht motiviert den das, Chauner hat auch keine Fehler gemacht in meinen Augen, es ist halt einfach nur bitter, wie das Spiel gelaufen ist und jetzt sieht es wieder düster aus im Abstiegskampf, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, ich bin momentan skeptisch, aber ich sage, dass wir zumindest nicht direkt absteigen. Aber alles andere steht noch in den Sternen, weil das wird wirklich eng. So, und jetzt zu Stuttgart gegen Leipzig. Dieses Spiel, ne? Oh Gott. Ach, das ist, also ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich stehe ja auf Kampf, ne, Kampffußball. Aber in diesem Spiel, das war ja kein Kampffußball, das war ja Krieg. Das war ja nichts. Da war ja nichts dabei, was irgendwie, wo man hätte sagen können, gerade in der ersten Halbzeit, das ist wirklich noch Kampf. Andauernd liegt ein Spieler auf dem Boden. Wie oft vor allem Stuttgarter auf dem Boden lagen, nach Aktionen, die halt nicht mal was waren. Ich glaube, Askar Sibar in einer Situation war das beste Beispiel. Keita hüpft deutlich höher als er, trifft ihn nicht mal ansatzweise am Kopf. Nicht mal ansatzweise. Er springt halt und trifft ihn irgendwie ein bisschen am Rücken, weil er halt hochspringt. Und Askar Sibar fällt zu Boden und hält sich den Kopf. Stieler hat die Partie relativ souverän geleitet, aber das war... Das kannst du anders regeln. Und allgemein war das ein Riesenproblem. Dazu natürlich die Fans, die sich gegenseitig die ganze Zeit hochgepusht haben. Gut, Leipzig-Fans machen nicht sonderlich viel, aber die Stuttgart-Fans, die ganze Zeit natürlich vor allem die Moderne ausgepfiffen haben, die ganze Zeit hart auf den Schiedsrichter geschoben haben. Dazu Entscheidungen teilweise, die man nicht nachvollziehen kann und wirklich in jeder Situation dieses kleinliche Hin- und Hergefalle. Mir macht sowas keinen Spaß, ja. Es war, wie gesagt, sehr kämpferisch. Viele mögen das, aber mir war das zu kämpferisch. Mir war das viel zu wenig Fußball, außer in ein, zwei Situationen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Mögt ihr lieber solche Spiele wie beispielsweise, jetzt habe ich kein schlechtes Beispiel parat. Ja, doch, Frankfurt gegen Dortmund war schon eher, das war halt auch viel Kampf, aber das war mehr Spielerisches. Habt ihr sowas lieber? Oder lieber solche Kampfschlachten wie Stuttgart gegen Leipzig, wo der Fußball verloren geht, aber viele Emotionen drin sind? Ich persönlich deutlich lieber Dortmund gegen Frankfurt, nicht nur wegen den Toren, sondern einfach, weil es ansehnlicher ist. Auch ohne Tore wäre das Spiel ansehnlicher gewesen und cooler gewesen. Vielleicht seht ihr es anders, schreibt es in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.